Warum droppen die Villager aus Minecraft, nachdem man sie tötet, eigentlich keine Emeralds? Eigentlich müssten sie davon doch super viele haben. Vielen Dank an User für diese Frage. Zu diesem Thema gibt es eine interessante Fantheorie. Die besagt, dass schon Jahre vor den Ereignissen von Minecraft die Villager Steve immer viel zu viele Emeralds berechnet haben für Kleinigkeiten. Irgendwann wurde Steve so sauer auf sie, dass er sie getötet hat, um ihre Emeralds zu stehlen. Damit das nicht mehr vorkommen kann, haben sich die Villager aber einen Zaubertrick einfallen lassen. Ein Zaubertrick, der dafür sorgt, dass all ihre Emeralds und all ihr Inventar, kurz bevor sie getötet werden, an einen geheimen Ort teleportiert werden. Das würde auch erklären, warum die Villager immer ihre Arme verschränkt haben. Denn unter ihren Ärmeln machen sie immer dann, wenn Steve sie angreift, mit ihren Händen den geheimen Zaubertrick, der dafür sorgt, dass ihr Inventar teleportiert wird. Und nachdem sie tot sind, kann Steve niemals an ihren geheimen Vorrat an Emeralds rankommen.